Wir sind immer noch in diesem wunderschönen Gebiet hier. Wunderschön. Ich finde das sehr, sehr cool. Wir haben eine Gnade noch gefunden. Ich wollte jetzt zu diesem ominös aussehenden Baum. Der kann was, 100 Pro. Und dann könnten wir hier lang reiten und ich glaube, hier ist halt ein Bus. Das ist so meine Vermutung. Was ich gern auch noch wollen würde, ist hier lang. Hier war noch ein Drache. Den könnten wir vielleicht auch noch schaffen. Wir reiten jetzt erstmal ein bisschen gemütlich. Und ich muss mal kurz gucken. Nicht, dass ich hier. Das ist Marker 4 ist das. Okay, zu Marker 4 müssen wir. Wir sehen alle Marker 4, der sich mit allen anderen Markern überlagert, ne? Ich wurde gerade gefragt, ob ich 18 bin wegen Louis Stream. Oh nein. Die 18er Louis Streams. Ja, weil das Game fickt einen einfach, ne? Deshalb ist das auch ein. Game. Fragen wir uns jetzt, warum hier so ein. Der ist der. Oh Gott, der ist auch der Kugelblitz. Wo ist er hin? Was hat er gemacht? Und warum ist er weg? Hä? War jetzt so ein Hidden NPC und ich habe ihn einfach verloren. That's how it is. So, hast du eigentlich vor, Pokémon Mystery Dungeon Rot demnächst zu spielen? Im Stream weiß ich es nicht, weil ich finde, die Mystery Dungeon Spiele sind nicht so Spiele, wo ich sage, dass die so streammäßig sind. Aber ich überlege es halt für mich halt so ein bisschen wieder zu spielen, ne? Mir wurde auf dem Fernseher gefragt und nicht auf dem Handy. Auf dem Fernseher? Wurde dir gerade alle gefragt, ob wir ab 18 sind? Ich hätte es nicht umstellen sollen, ne? Ich muss mir das angewöhnen, bei Elden Ring immer zu sagen, wir spielen jetzt Elden Ring und wir machen jetzt was anderes. Handbuch des Schülers von St. Trina. Ach, das ist diese Frau. Ach, da hatte ich noch eine Info bekommen. Wir hatten ja diese Trullerblume. Die Trullerblume. Wartet, oh Gott, wir haben keinen Deathcounter, sehe ich gerade. Wir müssen uns den aber dann später rausnehmen. Wer macht Ausweiskontrolle? Bei der Trulla muss man viermal sterben. Ich hoffe, ihr freut euch, weil dann sind wir wieder über 10 Tode. Irgendwer hat mir das geschrieben. So, Lempi, ich wünsche dir auch gute Nacht. Schlaf gut, Träumer, schönes Lieb, dass du reingeschaut hast. Ich sitze schon wieder nicht mit dich. Mach's gut, tschüss. Im Chat ist noch Filori. Wir müssen bei ihr hier viermal sterben. Viermal. Und dann startet erst diese Questreihe. Ich finde das ein bisschen gemein, weil das ist jetzt viermal sterben. Ich kriege hier einen vierfachen Death Counter auf meinen Death Counter. That's not very nice. Da geht er hoch. Da geht er hoch. Nur viermal, nicht 44 Mal. Das heißt, wir sind jetzt schon zweimal gestorben. Diese gemeine Kuh hier. Ich weiß nicht so. Wer hat das rausgefunden, dass man da viermal sterben muss? Ich meine, so als Gamer würdest du es vielleicht zwei, dreimal machen und dann so denken, das geht halt einfach nicht, oder? Also ich würde so sagen, so ja. Klar, nicht so wirklich. Dreimal gestorben. Und somit sind wir bei 463 Toten. Und immer wenn eine 3 hinten steht, gibt es bei uns, Achtung, das Rad der Schande. Für jeden 10. Tod gibt es eine Bestrafung. Und es gibt. Oh nein, wartet kurz. Eine Bestrafung. Noch schnell die Fusion zeigen, die irgendwie gruselig ist. Wir hatten keine Bestrafung, Leute. Habt ihr es gesehen? Finde ich in Ordnung, Leute. Finde ich in Ordnung. Nächstes Mal ein Hot Chip. Den Hot Chip hatten wir heute, ne? Ein Bisa Mewtwo. Schiebung! Nein! Keine Sorge, es kommen wieder 10 Tode. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir 10 Mal in diesem Spiel gestorben sind. Weil ich glaube, jetzt kommt noch einer dazu. Auf jeden Fall. Bis man sich entscheidet, keine Bestrafung rausmachen, ja. Ich dachte mal, so, wenn ich so viele
Bestrafungen habe, ist doch eine, keine Bestrafung ganz nett. So, das war das letzte Mal. Jetzt müsste sie eine Quest freischalten. Oder irgendwer anders. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch mal was trinken müssen. Ah. Ich glaube, das war's, ne? Wenn wir jetzt nochmal mit ihr reden, weiß ich nicht, ob wir dann nicht wieder sterben. Aber wir haben hier diesen Dialog freigeschalten. Passiert das jetzt wieder? Oh. Ich glaube, das hat es jetzt nämlich nur freigeschalten. Und jetzt muss man woanders hin und mit irgendjemand anderen reden, damit was weitergeht. Aber ich weiß nicht, wo wir da jetzt hin müssen. Die Priesterin ist es nicht. Aber gut, dann gehen wir hier nochmal hin. Weil wir gehen dann so hier hin. Das ist unser neues Ziel. Wie lange hast du geplant heute? Der Stream geht bis um 11. Ja, bis um 11 auf jeden Fall. 12 Stunden Stream ist heute geplant. Also bis 11 Uhr. Oh nein, das war der falsche Button. Ich finde es cool, dass du dein ganz eigenes Bild hast. Ich habe viele Streamer gesehen, die immer dasselbe Bild hatten. Aber ich habe doch auch immer... Ich mache doch auch immer dasselbe. Ich schieße Steine. Das ist mein Bild. Mit Steinen schießen. Und ich komme damit gut klar. Da ist der Drache, Leute. Vor dem habe ich so ein bisschen Angst. Aber da oben ist eine Höhle, glaube ich, ne? Oh, aber man kann... Oh, man kann einen Mimik rufen. Mimik! Steine. Ich mach nicht dasselbe wie die anderen. Ich schmeiß mit viel größeren Steinen, oder? Nice. Und ciao! Oh, das, da waren wir ja weit weg von dem, hey. Und hauen drauf. Der Anfang war noch voll gut, weil ich ihn dann getroffen habe mit meinen Steinen und dann fällt er ja zu Boden. Und das war noch voll gut. Den Mimik erwischt gerade. Krass. Nicht fliegen. Nicht fliegen. Sterb. Oh no, no, no. Oh, oh, ich habe keine Mana mehr. Oh, oh. Das war klar. Das war klar. Ich glaube, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Ich habe ihn.
Kopf! Okay. We did it. Wir haben ein Drachenherz bekommen und einen uralten Dunkelmondstein. Ich die wahrscheinlich nie upgraden wird, die Waffen, und zu anderen Waffen wechseln wird. Wir haben das bekommen. We did it! Second try, wir haben es geschafft. Oh, okay, gut. Dann schauen wir da mal rüber. Da ist nämlich ein Tunnel. Da sind Leichen. Da ist dann auch noch was, wo wir hinwollen, aber da wäre ein Tunnel. Wobei ich fast glaube, das wäre der ursprüngliche Weg gewesen, da runterzukommen. Halt, stopp, hinsetzen. Der war ziemlich zäh, ja. Und viel Spaß im Lurk, Penny, viel Spaß. Wir setzen uns kurz hin. Wir gucken kurz, ob wir aufleveln können. Nö. Jedes Mal vergesse ich es, ob wir es können oder nicht. Aber sicher ist sicher. Jetzt laufen wir hier mal lang. Oh nein. Also Punkt... Okay. Das da ist auf jeden Fall, glaube ich, jetzt ein... Nee, dann sind wir hier in dem Gebiet. Oh, ich glaube, wir schauen uns erstmal den da hinten an. Ein richtiger Drachenmeister. Oh, Drachenzähmen, leicht gemacht. Ich wünschte, man könnte Drachenzähmen. Dass so dein Mimik ein Drache ist. Ich würde nur noch den Drachenmimik beschwören. Nur noch. Und danach gibt's Medizin. Ich hoffe, nicht allzu eklig. Wie immer. Da ist auf jeden Fall was. Mehr oder weniger, irgendwie ist da ja nichts. Aber wir gucken da trotzdem mal hin. Da ist ein Item. Ob es jetzt so gut sein wird? Nein, aber wir haben es gesammelt. Stark. Stark, Leute. Da ist nochmal so eine komische Weide. Ich bin auch kurz im Duschen. Ja, ganz viel Spaß, Mario. Eh so lieb, dass du so lange da bist. Ich weiß noch, als ich gefragt habe und dann hat Mario gemeint, er kann gar nicht an dem Tag. Dann dachte ich so, je. Aber ist ja nicht schlimm. Wir kriegen das hin. Das war das Falsche. Nein, ich bin nur hier für die Items. Wir sind hier nur für die Items. Habe ich das Healer-Item? Yes. Ich habe keine Ahnung, was diese Kugelblitze sind. Man kann die auch nicht anvisieren. Ach, da ist nochmal ein Leuchtfeuer. Krass. Und Schildkröten. Da ich die Hälfte meiner Tränke aufgebraucht habe, setzen wir uns kurz hin. Okay. Aber ansonsten, glaube ich, ist hier nichts mehr. Nur Item. Ja. Da vorne war noch irgendwo eine Insel im Meer. Keine Ahnung, da braucht man aber irgendein Gate, dass man da hinkommt. Aber scheint ja von hier aus irgendwas zu geben, sonst hätten sie hier nicht noch eine Gnade hingemacht. Aber da hinten ist es. Aber da kommt man hier gar nicht hin, oder? Da sind auf jeden Fall Krebse. Die Krebse. Überall. Oh, extra Dienst getauscht, damit ich keinen mache. Das ist ja super süß, das wusste ich gar nicht. Sag doch sowas. Damit wir es allen sagen können und es dir super unangenehm ist. Nee, Spaß. Ich bin hochgekommen. Dankeschön, Mario. Ich weiß das wirklich krass zu schätzen. Das ist super lieb. Das ist super lieb. Mit morgen aber nicht schlimm, gell? Also falls das morgen eintrifft, alles... Oha, was fängt Mario hier? Jetzt habe ich es nicht verpasst. Was war da? Welches hast du gefangen? Ich habe es nicht gesehen. Ein Shiny Dragoran. Wie crazy. Respekt, Respekt. Morgen geht ohnehin nicht. Gar kein Thema. Gar kein Thema. Ich bin, glaube ich, gerade woanders lang gelaufen, als ich lang laufen wollte. Das war mein Zauber gerade. Habt ihr das gesehen? Das ist mein Zauber! Was bist du denn für einer? Man kann aber auch Mimik rufen. Hab mich gerade noch gewundert. Das ist meine Technik, der da hier gerade ein... Oh!
Oh oh. Und dann ist das so ein Gnom. Als wäre ich so jemand, ne? Ja, so sieht mich das Spiel. Als so ein Gnom. Nur so zur Info. Danke, Spiel. Danke, Spiel. Umso mehr verdient vorhin. Ja, definitiv, Mario. So sieht mich das Spiel als so ein kleinen Gnomzauberer. Da sind noch mehr von denen, habe ich so das Gefühl. Aber mein Mimik ist verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, tatsächlich. Ich habe nur Angst, dass mich diese Stiele hier angreifen. Die höchst verdächtig aussehen, by the way. Ich habe das Schwert des Geistes. Das klingt tatsächlich ein bisschen magiemäßig. Aber wer auch immer das da gerade auf diesem Felsen war. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang gelaufen bin. War auf einmal so eine Abkürzung. Moment, wir schauen uns das kurz an. Ist das das Schwert des Geistes, was auf Magie skaliert? Nee, Weisheit D. Aber es ist magisch. Das sieht cool aus. So wie alle Waffen in Elden Ring einfach richtig krass aussehen. Aber ich habe hier noch irgendwo Seelen liegen, kann das sein? Haben wir die Seelen von dem Drachen gar nicht eingesammelt? Ups. Die Hälfte wieder vergessen. Hier müssen wir nur aufpassen. Nicht, dass uns jetzt so ein Vogel von der Seite tötet. Leider gibt es kein Z-Schwert. Oh. Ich schaue ja auch fleißig Dragon Ball Evil King. Ich habe ja auch wieder angefangen. Bin jetzt da, wo Gohan das Z-Schwert aus dem Stein holt. Also ich würde sagen, ich bin schon ganz weit eigentlich. So, jetzt warte. Irgendwo hier müssten meine Seelen noch liegen. Meine Runen. Wo sind sie? Wo sind sie denn? Ach, da. Kein Wunder, dass ich die nicht gemacht habe. Die sind ja super versteckt, hey. Krass. Okay, jetzt zu dem anderen Weg. Jetzt können wir den anderen Weg laufen. Ich bin gespannt, was wir bekommen. Ich bin gespannt. Ich feiere die Area schon sehr. Ich werde sie sehr vermissen. Ist hier noch irgendwo ein Item? Bieten die irgendein Item an? Nö. Ganz viel Spaß im Lurkpenny. Ganz viel Spaß. Dumm. So ein Trommelschlag. Aber ich glaube, jetzt haben wir genügend Ruhen, nachdem ich meine wieder aufgesammelt habe. Voll vercheckt vorhin. Mehr Rollen. Mehr Ausdauer, damit ich mir wegrollen kann. Und mehr Magie casten kann, tatsächlich. Das ist mein Plan immer noch. Wahrscheinlich so völlig falsch. Oh, auf den habe ich ja gar keine Lust. Aber wir müssen da jetzt wahrscheinlich da vorbei, dass wir gucken, was es da noch so gibt, ne? Vor allem, der läuft im Wasser. Wasser kann ihm nicht mal was anhaben, so. Der läuft einfach im Wasser. Können diese Elektroschafe den vielleicht angreifen? Da ist wieder so ein Riesenschaf. Wir leben hier alle glücklich zusammen, ich sehe schon. Das ist ja auch ein Schaf, Hilfe. Gibt es ein besonderes Schaf so, auf das man irgendwie achten muss? Aber hier ist, glaube ich, nichts mehr außer Schafe. Ich weiß nicht, ob man von den Schafen irgendwas farmen muss. Dann wäre das wahrscheinlich noch so ein Spot. Ah, ich glaube, das hier ist eine Quest, ne? Ah ja. Da hatte ich schon mal einen. Die kämpfen nicht. Die creepen da nur rum. Irgendwie so. Stelle einen Kugelhupf! Ein Kugelhupf! Was kommt hier hinten noch? Wahrscheinlich ging es hauptsächlich darum, dass da jetzt dieser Typi war.
Okay. Müssen wir den Wasserfall hoch oder geht's in den Wasserfall rein? Nee. Sah jetzt gerade aus, als wäre das so ein Weg. Manchmal fühle ich mich ja, als hätten wir so ein, als wäre das hier kein Pferd, sondern irgend so ein Steinbock, der hier diese Klippen hochhüpft. Hä? Habe ich jetzt irgendwas Cooles freigeschalten oder bin ich jetzt den kompletten Stuss gelaufen? Ja, okay, das sieht eigentlich ganz cool aus. Okay, krass. Wo bin ich denn jetzt? Aber da bin ich unterirdisch. Vielleicht wäre das der offizielle Weg gewesen, ne? Wäre das der offizielle Weg gewesen? Man hat mir eins gesagt, ein Sarg könnte einen Passagier auf eine sanfte Reise führen, in St. Trinas seidiger, tiefvioletten Garten. Oh, in einem solchen Paradies zu schlummern. Ist hier ein Sarg? Weil in dieser St. Trina, da waren wir ja, da war die Blume ja unten. Und da haben wir ja dann festgestellt, ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich glaube, wenn ich da reinfall, sterbe ich in dem Wasserfall. Aber das sind wir einfach. Oh ne, das Reh ist da auch drin. Das sind wir einfach ganz smooth runtergefallen, ohne zu sterben. Da ist keine Höhle mehr. Ich bin wieder da, musste meinem Kater beim Nachbarn abholen gehen. Wie beim Nachbarn abholen? Hat er sich da gemütlich gemacht und dann so, könnten Sie bitte Ihre Katze abholen? Okay, der hat uns jetzt einen Hinweis gegeben für einen Sarg, aber ich sehe jetzt hier keinen. Das kommt vielleicht noch. Aber ist nicht schlimm. Jetzt sind wir ja wieder hier oben. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hier runter und düsen jetzt das andere Eck lang, wo diese krasse Ausbäumelung ist. Der Freigänger wohnt in der gesamten Straße. Man kennt ihn schon. Man kennt ihn schon. Aber ist doch schön. Ist doch super schön. Bei einem Filialenbäcker, bei dem ich gelernt habe. Oh, eine Schwarzwälder. Echt, du kannst selber eine Schwarzwälder machen? Das ist cool. Das ist cool, Sebo. Ihr dürft mir gerne Schwarzwälder machen, übrigens. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Ne, wir müssen hier rüber. Halt, stopp. Ferdi, zurück. Jihot. So ein braves Pferd. Oh ne, doch nicht. Doch. Bin noch am Überlegen, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir müssen doch da unten lang. Oh. Ah, okay. Jedes Mal denke ich, oh nein, das ist viel zu hoch. Jetzt sterbe ich. Und dann so, ach nee, war doch in Ordnung. Wir sind am Meer. Oh nein. Oh nein, seht ihr das? Das sind diese Handspinnen. Also, wer sich das überlegt hat, der Köck schimpft. Und zwar richtig hart. Wer sich das überlegt hat. Ich glaube aber, da ist nichts mehr, ne? Wir schauen trotzdem sicherheitshalber mal hier lang. Aber die sind einfach saueklig. Und dann hatten wir ja diesen einen Ort, wo die ganz viele von denen waren. Und dann waren die im Boden verkrochen und haben sich immer mal wieder dann so auf dich gestürzt. Die fand ich ganz schlimm. Und der hier kann auch noch schießen. Herzlichen Glückwunsch. Meine Mutter konnte auch richtig gut Schwarzwaldkirsch. Echt? Oh, das klingt nice. Oh, der ist was Legendäres. Oha, eine Gräberteillinie. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, gerade Größeres erwartet, aber ist okay. Meine Mama nie so im Backen. Das waren immer so die anderen Mütter. Und dann habe ich mich da immer durchgegessen. Vielleicht ist Kuchen deshalb für mich so was Besonderes, weil es das bei uns nicht so oft gab. Also sie hat, Muffins hat sie oft gemacht, meine Mom. Die waren auch super lecker. Ich liebe auch immer, ich habe immer noch, kennt ihr das? Ihr habt als Kind irgendwas Geiles gegessen? Ich habe bis heute
diesen Geschmack im Kopf und ihr könnt diese Erinnerung abrufen, wenn ihr an dieses Essen denkt und denkt euch so, ja, genau so hat es geschmeckt. Und das ist, da ist so eine Hand. Aber man muss sagen, er hat sich seine Nägel machen lassen. Oh Gott, bin ich erschrocken. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Um Gottes Willen. Ein Actionspiel, haben sie gesagt. Elden Ring macht Spaß, haben sie gesagt. Dafür kriege ich eine Vortrag. Oh, ein Zagreus! Oh, wie cool. Ich spiele gerade, ich spiele gerade Hades 1 tatsächlich. Immer noch ein bisschen. Ich habe es ja angefangen, so vor dem Urlaub. Und im Urlaub viel Hades gespielt. Ist ein super schönes Spiel. Und Zagreus war ja der Main Character da. Sehr, sehr cool. Oh. Ich kann voll gut Mario essen, weil Mario ein süßer Snack ist, oder? Da ist auch noch ein Item. Habe ich mich jetzt erschrocken. Da ist auch meine Kreberta-Linie. Was ist da los? Wie komme ich jetzt da hin? Boah, what the hell? Da ist der Drachenkopf. Jetzt sind wir genau auf der anderen Seite. Penny, du hast einen Jumpscare verpasst. Ich habe wieder gekreischt wie ein kleines Mädchen. Ich bin so erschrocken ab. Ich habe mich so erschrocken gerade. Oh, oh nein. Was ist jetzt? Die Finger kommen hoffentlich runter. Ich habe den Stream an, okay. Schau mal, wie die Krebse im Urlaub. Kleben die an diesen Steinen. Oh, diese Dinger sind so eklig. Wer auch immer sich überlegt hat, das machen wir in so einem Spiel. Wir nehmen so gruselige Hände. Oh Gott, und was bist du? Ist das ein Shrimp? Oh, das sieht aus wie ein Shrimp, ja. Die Shrimps sind auch anstrengend. Wenn sie nicht gerade in süß-sauer serviert werden, sind sie echt anstrengend. Ist auch so eine Riesenhand. Da bin ich jetzt eh gerade am Erkunden, ob hier noch irgendein Item ist, weil ich glaube, es ist jetzt hier nicht der offizielle Weg, aber ich bin gerade so in der Hoffnung, dass hier noch was ist. Aber es sieht nicht so aus, obwohl das sieht sus aus. Das sieht ja super sus aus. Überreste untersuchen. Ja, das sieht sus aus. Aber es ist leider gerade nicht machbar, weil diese Hand einen verfolgt. Ich weiß gerade nicht, ob ich mich das jetzt zutraue, hier vom Pferd zu steigen. Wie eine Spinne bewegt sich das. Auch so, wenn du sie triffst, dappelt sie so kurz zurück irgendwie. So super crazy random. Oh. Die Steinsäulen sind aufhängig. Ich habe gerade schon gesagt, ich hoffe, sie mich zerdrückt jetzt keine so. Überresteuntersuchung. Kann ich das jetzt haben oder? Echo des König. Darf ich die jetzt nehmen? Also ich habe keine Echos, deshalb ist es für mich jetzt egal, aber. Ach nein, ich muss ihm ein Echo geben, oder? Da macht die Hand weg da. Ist gestorben. Ist gestorben. Aber ich glaube, ich muss ihm was geben. Ich weiß aber nicht was. Wisst ihr, was man ihm geben muss hier? Und dann schalte ich den Sarkophag wahrscheinlich frei, würde ich mir jetzt vermuten. Ich habe aber keine Info, was der will. Gebe ich ihm irgendeins vielleicht? Ach, er verdoppelt. Ah, I remember. Ja. Oh, ich habe halt keine Echos. Ich nutze sie ja nicht. Danke, Zagreus, danke schön. Danke schön. Ja, dann ist es jetzt gerade nicht so wichtig für mich, aber geil. Ah, I remember. Oh. Gut, dass ich vorher fertig geworden bin mit dem Grafikgestalten. Aber hat alles geklappt? Jetzt kannst du noch schlechtes Gameplay genießen. Das ist kein Shrimp. Was ist das für einer? Den kenne ich nicht. Kann es sein? Was war das? Lol, also alienhafter hätte es sein können, aber der verpufft. Manchmal verpuffen die und manchmal tun sie es nicht. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, wann Gegner verpuffen. Ich dachte mal, wenn die Menschen ähnlich sind, dann verpuffen die. Ich habe dich schon gesehen da hinten. Ich habe dich schon gesehen. Der hat was gedroppt.
Ah, wir haben Trank bekommen. Sehr cool. Okay. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich ja sagen, da kommt ein fetter Boss da unten. Boah, crazy die Area. Vorhin noch so dieses Blumenmeer und alles schön bunt. Und alles irgendwie süß. Und man denkt sich so, ja, das ist meine schöne Area. Und jetzt ist man in den Fingern, die anscheinend aus Eiern schlüpfen. So eine Eierschale hier. Crazy, crazy. Jemand Romulus gesehen. Ist das... Oh Gott, da sind noch mehr von denen. Da ist eine Hand oder so. Oh, ich war mir jetzt sicher, hier ist noch irgendwie so eine Höhle. Sah jetzt so höhlenmäßig aus. Njung. Ist das ein neuer Film aktuell? Hat jemand Borderlands schon gesehen? Der Borderlands-Film ist schon draußen, oder? Ist er gut? Wie so Endlos-Lutscher sehen die aus. Meinst du? Oh Gott, die Aliens sind krass. Das sind neue Gegner, die gab es nicht, ne? Borderlands beginnt erst am Donnerstag. Ach, ich dachte, der ist schon draußen. Oh nein. Seht ihr, was ich sehe? Ich sehe eine, ein Mimik, den man beschwören kann. Ich weiß jetzt gar nicht... Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ihn einfach sicherheitshalber beschwören sollte. Aber es ist immer schwer, wenn man nicht weiß, gegen was man hier eigentlich kämpft, ne? In Amerika ist er schon draußen. Ah, deshalb. Weil er da schon draußen ist. Sie hatten keinen zeitgleichen Release. Ich dachte, der wäre so zeitgleich rausgekommen. Ich möchte gerne auf die Karte gucken. Sieht aus, als würde der Finger... Oh, oh. Da ist wirklich was. Das ist eine hängende Glocke. Was? Die hängende Glocke läutern. Das war falsch. Ich will den Mimik rufen. Wir machen das jetzt. Wir läuten die Glocke. Das ist eine Glocke. Das sieht aus, als wäre was im 3D-Drucker gelandet und irgendwie unfertig rausgekommen. Und sie fasst das auch noch von vorne an. Die Puste, das ist ein Horn, das ist keine Glocke. Ah. Ich habe einen Talisman bekommen. Unexpected. Ich dachte, ich habe hier jetzt einen Gegner beschworen. Puste in den Finger, ja. Aber dazu Gum-Gum-mäßig, oder? So One Piece-Style. Dann schalte ich auch so mein Gear. Hä? Für was sollte ich die Mimik rufen? Jetzt ist mein Mimik verschwunden. Da ist noch irgendwas Leuchtendes. Wir laufen jetzt hier mal noch eine Runde. Ich habe keine Ahnung. Draußen ist es irgendwie kalt, ja? Und dann kommt wieder eine Hitzewelle, Leute. Ich sag's euch. Es ist, wie es ist. Ein Nidoran. Da sind wieder Hände. Ich war der felsenfesten Überzeugung, hier geht's weiter. Dieses Spiel tut mir auch immer eins auswischen. Geht ziemlich... Warum brauchte ich ein Mimik? Und wieso ist hier keine Boss-Area? Was? Ja, jetzt sind wir einmal hinten lang gelaufen. Und noch ein paar Finger beschworen. Ja, what is für eine Quest? Das erklärt einiges. Hier geht's quasi gar nicht weiter, oder? Das heißt, ich muss hier irgendwie weiter, oder? Muss ja hier noch irgendwie hinkommen und hier muss ich ja auch noch. Ich dachte, hier geht's durch. Aber es sieht nicht so aus, ne? Ich laufe da jetzt sicherheitshalber noch hin. Nur für den Fall der Fälle. Ist das ein Turtok mit Mewtwo fusioniert? Das ist auch crazy, ne?
Crazy, crazy. Ja, da geht's nicht weiter. 100 Pro. Es sieht nur so aus auf der Karte, dass man Hoffnungen hat. Und dann werden die zunichte gemacht, ja. Geht's nicht weiter. Ah, ich war mir so sicher. Wie lange ist noch Elden Ring? Bis? Weiß ich nicht. Wie lange? Wir machen noch eine Stunde Just Dance, hieß es, ne? Just Dance, mindestens eine Stunde. Das heißt von 22 bis 23 Uhr. Vielleicht jetzt noch so eine halbe Stunde Elden Ring. Und dann, bis man dann alles umgebaut hat. Ja, ich glaube, das klingt gut. Das heißt, wir laufen jetzt hier nochmal lang. Kommt man hier rüber? Dass man hier rüber muss? Oh, ich weiß schon wieder nicht, wo es lang geht. Ich glaube, bis vor 12 Minuten. Oh nein! Warum? Aber bis um 11, oder? 11 haben wir gestartet. Oh nein. Oh nein, was habe ich verpasst? Was habe ich verpasst? Wir haben halt jetzt so spät gegessen. Ich wollte ja eigentlich Just Dance vorm Essen machen. Aber wir haben dann so spät gegessen. Und Dankeschön für den Follow, Dankeschön. Was, bis 11 Uhr morgen geht's? Ja, genau. Genau, bis 11 Uhr morgens. Oh Gott, ich dachte gerade, ich bin runtergefallen. Ich bin erschrocken. Wie immer. Ich dachte ja, wir machen Just Dance vorm Essen. Aber jetzt nach dem Essen, ich brauche halt mein Verdauerli. Ich glaube, sonst kommt mein Griechisch wieder hoch. Deshalb war es so ein bisschen so, ist ja noch Pause. Meinst du, muss doch jetzt rüber? Ich bin schlecht gesprungen, oh Gott. Wäre doch voll funny, wenn es hochkäme. Oh Gott, nein. Oh, boah. Stell dir vor, wenn Griechisch nochmal hochkommt. Mm-mm. Wie kommen wir jetzt da wieder hin? Wo die Seelen hingefallen sind? Hm? Oh nein. Keine Ahnung, wo die gelandet sind. Ich habe das Gefühl, die sind ganz dumm gelandet, gerade die Seelen. Waren das viele? Ich weiß es schon wieder nicht. Bestimmt nicht. Mein Optimismus, der so sagt, ja, Louis, so viele Seelen hast du gerade gar nicht verloren. So viele Seelen hast du gerade nicht verloren. Und Dankeschön für den Follow, Dankeschön. Ach, da sind die Drachenleichen. Die sind sogar auf der Map eingezeichnet. Da würde ich gern hin. Da waren wir noch nicht. Ich glaube, das war jetzt sogar die Ecke, wo wir gerade durch sind, ne? Aber der wird uns hier nicht. Nee. Ach, ich weiß es nicht, wo wir gerade gestorben sind. Das wird schon passen. Da geht's aber jetzt runter, ne? Da waren wir noch nicht, auf jeden Fall. Hier bei den ganzen Leichen. Ah ja, und ich dachte, jetzt geht's hier rüber. Das sieht nicht so aus, als ob ich da rüber käme. Nope. Also ja, da ist schon so ein Ding zum rüber, aber das heißt, hier geht's gar nicht lang? Oh nein, Leute, es ist passiert. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Was suchst du? Keine Ahnung. Wir müssen irgendwie noch darüber. Oder hier hoch zu diesem Berg. Wie komme ich zu diesem Berg? Oder wie komme ich in dieses andere Gebiet? Ritata, das fehlt auch noch. Das fehlt auch noch. Aber hier waren wir jetzt, glaube ich. Irgendwo geht es auch noch hier rüber. Ist auch noch eine gute Frage. Da waren wir, da gab es dieses Schwert. Da waren wir, da war dieser Kessel, der rumgelaufen ist. Da müssen wir auch noch hin, fällt mir gerade ein. Da ist noch irgendwo die Karte. Aber eigentlich müssen wir hier mal irgendwie hinkommen. Das war noch so die Frage. Aber
Ich dachte, man muss jetzt hier so rüber. Was wir auch noch haben, ist so hier lang. Aber auch hier habe ich so die Vermutung, da ist, geht's gar nicht weiter. Das könnten wir aber noch machen. Also für den Berg musst du einfach nach oben laufen. Nach Norden. Also hier lang. Ah, also doch in die andere Richtung. Wir könnten jetzt noch einmal gucken, wo meine Runen sind, aber ich glaube, die sind einfach weg. Die sind irgendwo dumm gespawnt. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hinkomme. Noch hier lang, oder? Oh, ich habe keinen. Nee. Keine Ahnung. Bin erstmal im Lurk. Ganz viel Spaß im Lurk. Ganz viel Spaß. Wir schauen mal da hoch. Wir schauen mal darüber, ob wir das rausfinden. Aber ich glaube, wir müssen da einfach auf die andere Seite. Aber das ist auch mega cool. Ich bin gespannt, wie diese Drachengeschichte weitergeht. Da hatten wir gegen den Drachen gekämpft und wahrscheinlich gibt es hier einfach zwei Abzweigungen. Und wir sind erstmal die nettere Abzweigung gegangen. Zum NPC. Ja, das sieht irgendwie sus aus. Ja. Da-da-da-da-da-da-da. Ist das ein Mew? Fusioniert mit einem Turtok und es macht einfach Seifenblasen aus seiner Kanone. Ein Mewtok. Na, hallo Caputo! Schön, dass du reinschaust. Ich weiß gar nicht, ob ich dich heute schon begrüßt habe. Da geht's weiter auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Aber da ist doch ein Boss oben, oder? Da muss doch ein Boss oben sein. Wir laufen da jetzt noch hoch. Ah ja, da ist so ein Stein. Er ist so ein Wirbelwind. Geil. Hoch. Das ging grad krass weit nach oben. Würdet ihr noch im realen Leben über so eine Brücke gehen? Ich weiß nicht, ob ich mir sowas zutrauen würde. Wenn die so weit über dem Boden ist. So eine, einfach nur so eine Holzseilbrücke. Safe. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte super viel Angst. Wo auch immer wir jetzt sind. Bekämpfen sich selbst, ne? Die ignorieren die mal. Bei uns sehen alle Brücken so aus. Ein. Ich habe mich vor dem Sound erschreckt, ja. Ein Klingengipfeldrache. Aber die bekämpfen sich selbst, oder? Ich will da jetzt nicht einschreiten, ehrlich gesagt. Aber ich habe so das Gefühl, ich muss, wenn ich an denen vorbei will, kann auch ein Mimik beschwören. Aber der eine ist fast tot. Kann ich nicht einfach noch ein bisschen warten? Schon, oder? Der hat nur noch. Ja, der hat nur noch zu ein Drittel Leben. So müssten Pokémon-Kämpfe aussehen. Das wäre sehr episch, ja. Krass, habt ihr das gesehen? Der Move. It's a Dragon Battle. Ich warte drauf, bis sie mich sehen. Und auf einmal attackieren beide mich. Wisst ihr so? Vorher noch so die größten Rivalen und am Kämpfen. Oh, das saß.
Er ist fast tot. Und wenn das eine wichtige Quest ist, was, dass ich die töte? Dass ich beide töte, meinst du? Damit ich den Familienstreit beende? Ich steck fest. Jetzt. Weiß es nicht. Huh. Er ist weggeflogen. Ey! Ich glaube, er tötet ihn jetzt. Nee, doch nicht. Der fliegt hier weg! Komm gar nicht hin. Habe ich so das Gefühl. Ich glaube, er ist gestorben, aber ich glaube, es zählte nicht für mich. Ich glaube, es ist der andere, der ihn gerade gemacht hat. Warte kurz. Dankeschön, oh Mario. Dankeschön. Los, Magier, greif ihn von hinten an. Huh! Los, Magier, stirb nicht! Jetzt haben wir wieder einen Drachen. Oh. Oh. Das war viel Schaden. Das war viel Schaden. Fühl dich gebannt. Wir sind gestorben. Verdammt. Verdammt. Oh. Die sind, glaube ich, sehr stark, oder? Mario hat einen Giftpilz geworfen, ja. Aber jetzt kämpfen sie wieder gegeneinander. Es ist jetzt nicht so. Der eine ist definitiv der Schwächere. Ich dachte, hier geht's weiter tatsächlich. Sieht nicht so aus. Ich schaue jetzt mal, wo es hier weitergeht. Oder ob man. Ob das hier quasi wirklich so. Festes gegen die beiden hier zu kämpfen. Ah ne, da geht's weiter. Oh, da geht's noch höher. Irgendwann bekämpfen wir die schon. Irgendwann bekämpfen wir die schon. Njong. Lieber immer weiter hoch, ne? Snap. Geil. Der Emote ist echt geil. Der ist perfekt dazu. Bis Bannen, oh nein. Ganz schön windig hier. Ich weiß gar nicht, ob wir die brauchen. Ich sammle die jetzt mal ein. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, da kommt dann dieser Oberdrache, ne? Oha, wie cool. Indiana Jones-Style. Ob das hier nicht gewollt runtergefallen wäre. Ein Skaderbaumfragment. Stark! Ich glaube aber, das ist fast unsere nächste Quest, die Fragmente sammeln. Oh nein, da ist er, oder? Ist das der Starke? Oder ist das nur ein weiterer Drache, um den man herumlaufen kann? Uralter Drache, Senesax. Senesax, bist du der Hauptdrache, den wir töten? Du siehst sehr drachenepisch aus, ja. Es sieht fast so aus, als würdest du hier so einen Gang noch versperren. Und hier geht's eigentlich so weiter. Nö. Du bist tatsächlich der Endboss-Drache. Du siehst gefährlich aus. Du siehst gefährlich aus. Wollen wir den noch probieren? Haben wir Runen? Wir haben 27 Runen. Wir hatten nichts zu verlieren. Jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Warte. Wir können den nicht resetten, ne? Können wir ihn resetten?